Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Es geht direkt wieder weiter mit Remnant. Wer hätte es gedacht? Ne, wir sind ja gerade hier so ein bisschen Remnant-Fieber. Wir haben hier zuletzt diesen komischen Roboter-Boss gelegt. Das sah ja genauso aus wie diese Viecher hier. Wahrscheinlich können wir es immer noch nicht öffnen. War wieder ein ordentlich knackiges Ding. Aber wir haben ihn diesmal sogar solo geschafft. Und jetzt gucken wir mal, was hier noch so ist. Ja, hier in diesem Raum war der Boss. Jetzt gucken wir nochmal hier oben lang, was wir hier so finden können. Der Rest ging ja jetzt hier von vorne bis jetzt eigentlich vom Schwierigkeitsgrad her. Also diese komischen Schabenviecher hier. Mischung aus Silberschwanz und Kellerassel. Na, ah, ich höre sie schon wieder. Hier sind schon wieder einige im Gange. Man hört sie. Wir verbrauchen auch schon wieder Ausdauer. Das heißt, sie haben sie auf jeden Fall getriggert. Wir sind im Fight. Da hinten laufen sie wieder. Okay. Gucken wir erstmal. Da kommt schon die erste Farbe. Fernkampfschale müssen wir da hinten weghauen. Oh, nice. One hit. Ist noch eine. Oh, schön. Na, dafür ist der Spreadschuss natürlich dann ganz gut geeignet. Nein! Oh, der hätte uns jetzt hier fast doch noch gekriegt hier. So, bleib uns bloß vom Leib. Muss ich wenigstens mal hier nachladen. Ah, Munition knapp. Widerliches Viech, ey. Komm, bleib weg. Wir haben nichts zum Heilen. Sehe ich jetzt erst, dass wir gar kein Heal-Ding haben. Oh Gott, wir haben die Dinger aber weggehauen. Wir haben sie weggehauen. Er feiert sich auch. Ganz knapp überlebt. Gut, wenn wir jetzt hier sterben, wäre es zu verkraften, da wir ja den Boss down haben und die Viecher sind jetzt nicht so mega wild. Sind jetzt hier gerade vielleicht ein bisschen überstürzt, einfach reingelaufen auch. Gerade haben wir hier keine Gegner getriggert. Na, das können wir direkt mal nachladen. In dem Bereich waren wir noch nicht. Das heißt, wir könnten dann auch einfach das nächste Mal hier langlaufen, weil den Rest haben wir ja schon erforscht. So, jetzt in diese Richtung hier, ne? Beziehungsweise, ja, wir hätten auch hier oben, aber da ist nichts. Da ist auch kein Übergang mehr, ne? Na doch. Hier vielleicht. Gucken wir nochmal. Also hier oben. Dann dort auf die andere Seite, ne? Ja. Ja, das sieht gut aus. Großartig, das wird ja mal besser. Ah, da sind wieder solche Viecher. Ah, schöne Munitionverschwendung hier, ich weiß. Aber ich muss ein bisschen vorsichtiger spielen. Aber wir haben eigentlich auch genug Schuss. Na komm. Ah, dafür ist dieser Schuss hier echt gut. Oh nein, was ist er denn für einer? Da haben wir jetzt aber keinen Bock drauf. Auf so einen großen hier. Und da sind wir auch schon tot. Na gut. Oh, einer ist mal dazugekommen. Moin. Hi. Ja, die Viecher haben auch Schiss und rennen hier weg. Lass nicht mehr rein.
Okay, da können wir nicht lang in diese Richtung. Achtung, sie kommen! Immer drauf, halt! Der hat den Ingenieur, ne? Ich bin entfernt. Oh. Habe ich jetzt nicht aufgepasst und mich einfach hauen lassen eben? Ja, sieht doch krass aus. Kriegst du das nicht hin, mich wiederzubeleben? Anscheinend ist er nicht so gut, der Typ. Nichts mehr tragen. Ja, so ein Geschützturm hat natürlich auch was. So, hier lang. Vielleicht hat er den Boss ja auch schon gelegt. Sie halten mehr aus zu zweit, ne? Ist klar. Deswegen zu zweit ist nicht unbedingt immer einfacher. Meine Tasche ist voll. Kommt halt drauf an, wie gut die Leute spielen. Holt ja da wieder Verstärkung von da hinten, das Viech. Hier kommt ja gleich noch dieses eine Riesenviech. Oh, wir haben hier ein Buch gefunden. Nice. Vitalität. Unbedingt mehr Leben. Wir hier ja schon eigentlich überall gewesen, so mehr oder weniger, ne? Jetzt habe ich das ja mit ihm hier durchgespielt, das ganze Ding. Halt die Frage, was können wir hier noch finden, ne? Ah, okay. Mit. Salines Herz. Inventar. Verdorbener Luminikristall. Na gut, zu zweit haben wir es hier deutlich besser hinbekommen.
Umwandlungen bieten einzigartige Möglichkeiten, deine Waffe zu modifizieren, neue Mechaniken freizuschalten und ihre Leistung zu verbessern. Ja, Umwandlungen aufwerten. Okay. Wo müssen wir denn jetzt hier hin? Gewölbe. Primäres Ziel. Ich gehe jetzt erstmal zurück zur Station. So. Keine Ahnung, wo er hin möchte, aber das ist mir eigentlich auch egal. Das ist ja der Vorteil, wenn man mit irgendwelchen Randoms jetzt hier spielt. Was können wir denn hier bei ihm aufwerten? Alle Wege führen zu Duell. Verdorbener Luminitkristall und Altmetall brauchen wir dafür. Fernschaden um 11 erhöhen, okay. Frag mich halt, was wir jetzt hier noch bekommen haben, ne? Das ist jetzt noch hoch. Fähigkeitenschaden, Modschaden plus 2. Plus 1. Ich habe halt keine Ahnung. Ach, das Ding haben wir hier bekommen. Kristallherzrelikt. Bei Verwendung werden 70 Gesundheit über einen Zeitraum von 0,5 Sekunden geheilt. Was macht das? Bei Verwendung werden 100% der maximalen Gesundheit über einen Zeitraum von 10 Sekunden geheilt. Also der ist halt langsamer. Bewegungstempo wird um 50% und eingehender Schaden um 25% verringert. Dauert 10 Sekunden. Das heißt, wir sind dann auch noch langsamer und der eingehende Schaden wird langsamer. Mhm, interessant. Also wir können hier jetzt noch so ein anderes Herz auswählen. Drachenherz oder Kristallherz? Das ist aber, glaube ich, eher was für Tanks, weil es füllt die gesamte Zeit auf. Wir kriegen weniger Schaden, ne? Also wir sind langsamer. Und eingehender Schaden wird um 25% verringert. Also es ist wirklich so ein rein das Ding benutzen. Wir werden die ganze Zeit geheilt, kriegen weniger Damage. Und als Tank ist die Bewegungsgeschwindigkeit eh nicht so schlimm, weil du stehst ja drinne. Also das ist jetzt wirklich eher was für eine Tankklasse. Das lassen wir dann erstmal, würde ich sagen. Das ist schon ganz cool. Wir werten jetzt mal unsere Waffen auf. Wir werten jetzt einfach nochmal unsere Waffen aus. Rüstungen können wir ja anscheinend nicht aufwerten. Also sofern ich das bis jetzt gesehen habe. Ja, die werten wir nochmal auf. Mehr können wir auch nicht. So, ich komme ja schon. Na, so, wir sollen hier hin. Gucken, ob wir das mit ihm zu zweit jetzt hier ein bisschen reißen können. Vergessenes Gefängnis, der dunkle Kanal. Halt die Frage, ne? Wo sollen wir hin? Er kommt jetzt hier mit. Das ist schön. So ein Hammer, okay. Ingenieur kämpft mit einem Hammer. Also ein Turm kann schon hilfreich sein, ne? Oh.
Die Frage, wo bleibt das erste große Viech hier, ne? Coole Waffe, so eine Art Gatling-Geschütz. Den Ingenieur hätte ich halt auch gerne, den habe ich leider noch nicht. Irgendwo in dieser Welt hier schaltet man den, glaube ich, frei. Hier nachladen. So. Und da ganz hinten kommt noch einer. Keine Munition, was? Hinten ist unser Kollege. Den können wir hier auch noch aktivieren. Den Alarm haben wir aktiviert. Trank zur Sicherheit. Oha. Also hier ernten die irgendwas oder so. Der ist schon weg. Halt die Frage, ne? Müssen wir da runter? Hier oben lang. Checkpoint. Ah, nice. Okay. Dann gehen wir hier mal weiter direkt. Was ist hier, ne? Wo müssen wir lang? Oh, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Wir haben immer noch nicht dieses Saatding gefunden, was wir für diesen einen Typen besorgen sollen. Was gibt's denn hier noch? Oh, wir haben wieder hier einen Eigenschaftspunkt verfügbar. Gehen wir in Vitalität. Haben wir das nicht eben schon gemacht? Egal. Was ist hier jetzt noch? Gar nichts? Nichts. Nur hier scheint wirklich nichts zu sein. Okay. Einfach hier Map zu Ende. So ein useless Stück Map einfach. Ja,
wenn man mal so ein bisschen entspannter spielen will, gerade auf dem Schwierigkeitsgrad, ist es zu zweit doch deutlich angenehmer. Er hat so eine coole Rüstung, so ein Cyborg. Die sehen irgendwie so lame aus. Ja. Das sieht mir ja irgendwie nach Bossfight aus, ne? Mal gucken. Wo wir jetzt hier landen. Okay. Checkpoint da unten. Okay. Oh, ist cool, dass auch mal jemand ein bisschen länger drinne bleibt und nicht sofort rausgeht. Mixturen. Spezielle Art von Verbrauchsgüter, es kann immer nur ein Mixturbuff aktiv sein, okay. Auf Entfernung wird ja mit steigendem Level unser Schaden besser. Zum Glück sind diese Roboter hier nicht so stark. Na, hier oben haben wir noch einen. Ah, den brutzeln wir jetzt hier mal im Nahkampf weg. Oh, hier liegt noch was. Sammelst du es ein? Ja. Oh, er hat hier irgendwas getriggert. Er ist hier runtergejumpt. Oh, nice. Eigenschaftenpunkt. Wir gehen noch mal ein bisschen in Vitalität. Wir brauchen Gesundheit. Munitionsreserve, Reliktfragment. Das hört sich gut an. Das rüsten wir doch gleich einfach mal aus. Modschaden, kritische Fernschaden, Feuerrate. Nehmen wir hier den Modschaden raus, machen das rein. Munitionsreserve, jawohl. Jetzt haben wir hier mehr Munition, ne? Gewöhnliche Munitionsreserve, nice. Sehr cool. Jetzt müssen wir mehr Munition tragen können. Ein Ingenieur ist auch so eine Klasse, die werde ich auf jeden Fall auch nochmal spielen. Was ist hier noch? Da ist irgendwas auf der Karte markiert. Die Kiste. Wenn wir jetzt zu schnell hier rumlaufen, ist auch immer nicht gut. Ja, ich komme.
dicken Gatling-Kanone hier oder was auch immer der Ingenieur hier hat. Ein bisschen abgespaced aus. Seine Klasse irgendwie wechseln kann oder ob die dann schon einmal durch sind mit dem Spiel und neu angefangen haben, weil Ingenieur hast du ja nicht von Anfang an. Klasse muss man ja erst freischalten. Guck mal, er sprintet ein bisschen langsamer auch als wir dadurch. Er ist so ein bisschen heavy. Wahrscheinlich auch ein bisschen stärker gepanzert. Da lang, ich renne mal hier lang. Was gibt's hier? Boah, lässt sich wahrscheinlich nicht öffnen. Klopfen wir nur wieder, ne? Aber war mir klar irgendwie. Ja, das bringt nichts. Level 7. Neues Jägerlevel. Das haben wir noch nicht freigeschaltet. Immer noch nicht. Hier haben wir jetzt irgendwas. Was sagt er jetzt hier? Eigenschaften leuchtet. Wird dann verstärkt oder was? Eine Stufe. Ist er schon hier runter? Ist klar, los geht's. Wie ist er da runtergekommen? Ja, wow. Also ich habe keine Ahnung, wie der da jetzt runtergekommen ist. Okay, er ist da auch krepiert. Sehr gut. Aber er scheint irgendwie mehr Plan zu haben als ich. Also anscheinend hat er das schon mal durchgespielt komplett. Soll er halt nicht so vorlaufen, ne? Haltet mir den Rücken! Nicht nachlassen! Weiter so! Das hier ist ja Primärmuni, haben wir. Also das ist unsere Primärwaffe und das ist unsere Sekundärwaffe, oder wie? Na gut. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass das die Primärwaffe ist und nicht das hier, aber na gut. Man lernt ja dazu, ne? Hier sind wir vorhin aber gestorben. Wir waren ganz... Ach, wir fahren da jetzt wieder hoch. Okay, ja gut. Dort unten waren wir noch nicht, aber wir müssen wahrscheinlich auch dort irgendwo hin.
Und diesmal laufe ich mit ihm hier zu zweit. In der Hoffnung, dass hier nicht wieder so viel schief geht. Wie eben, er ist wahrscheinlich hier unten lang und ich bin von da oben so reingesprungen, ja. Okay, das haben wir erledigt, das Ding. Okay, sehr gut. Das ist geil gemacht. Das Level ist ein cooles Level-Design auf jeden Fall. Oh, jetzt hat er mich hier fast runtergeschoben. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, als wenn er das hier kennt. Nice, ein neuer Ring. Erhöht den Fernschaden basierend auf der aktuellen Waffenhitze um bis zu 20% Waffenhitze. Ist das... Unsere Waffe überhitzt ja nicht, ne? Bringt uns also, glaube ich, nichts. Was ist denn das jetzt hier für ein Teil? Jetzt geht's aber ab hier. Ist auch wieder bestärkt, der Boss. Ah, da haben wir jetzt gerade nichts. Komm, lad doch nach. Okay, der ist jetzt vom Pattern nicht so schwer. Hab halt nicht so viel Muni. Das ist halt das Ding, ne? Bisschen weglaufen. Schießt er wieder. Eigentlich ist der nicht so schwer. Schade, das ging daneben. Eine extra Schwachstelle wäre natürlich ganz sweet. Er schießt auf mich wahrscheinlich gleich wieder. Ne, er will gar nicht auf mich schießen. Ich habe sowieso keine Munition mehr.
wüsste jetzt auch nicht, wie ich noch an Muni rankommen soll. Komm, ich lenke ihn einfach ein bisschen ab. Das schafft unser Kollege hier. Kriegen das Ding schon weg hier. Komm, weg mit dem Viech. Ja, komm, du musst es jetzt alleine schaffen. Der hat nicht mehr viel. Komm drauf da. Jawohl. Ich weiß das zu schätzen. Zeitwelle. Nice. Und Waffenstreuung. Ich habe gar keine Munition mehr. Und mein rechter Fuß ist eingeschlafen. So, nice, sehr nice. Haben wir den sogar relativ gut gelegt, den Boss. Ich würde sagen, wir machen hier an der Stelle erstmal einen Cut. Passt immer ganz gut nach dem Boss. Wir machen dann hier nahtlos in der nächsten Folge einfach direkt weiter. Und ja, war nice, Leute, dass ihr dabei wart. Lasst euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein.